Der holt Keramik, glaube ich. Sie holt Essen. Und du, glaube ich, holst Seide. Ich bin in Eile, um diese Seide zum Markt zu bringen. Es sieht heute Nachmittag nach Regen aus. Das kann durchaus sein, dass es regnen wird. Ich habe da keine Ahnung. So, die brauchen jetzt einen Akupunkteur. Den habe ich nicht, deswegen sagen die ja auch elegantes Haus oder besser. Besser geht's aber nicht. Akupunkteur steht nicht zur Verfügung. Hatten wir, glaube ich, noch nie. Hier fehlt uns auch noch ein Schrein. Fällt mir gerade auf. Haben wir denn einen Schrein in der Nähe? Schrein, Schrein, Schrein. Wer schreit hier? Ein Schrein. Da. Musst du jetzt echt überlegen, wo war der Schrein? Da ist er. So, dann ist auch die Religiosität soweit abgedeckt. Hier ist alles soweit in Ordnung. Bei euch kriege ich weitere Keramiken. Wenn ihr denn irgendwann mal kommt. Ich habe bisher noch keinen hier langfahren sehen. Aber es kann ja noch passieren. Wie sieht's aus mit Fisch? Soweit ganz gut. Könnte besser sein. Wie viele Leute haben wir noch? 24 Arbeitslose. Dann bauen wir jetzt noch einen weiteren Fischer mit hin. So ist gut. Dann die Sehian. Oh Gott, wir brauchen 40 Leute. Aber die werden ja gut versorgt. Durch Akrobaten. Durch Musiker. Okay, das ist keine begehrte Wohngegend. Sehr schade. Dann will man dafür sorgen, dass sie eine wird. Okay, das müsste reichen und dann müssen wir alles andere irgendwie anders noch ausstatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn die sich entwickeln, müssten wir doch mehr als 40 hinbekommen, oder? Im Prinzip brauchen die ja nur noch Bronzewarengefäße, dann haben die ja alles, was sie benötigen. Brauche aber noch weitere Mitarbeiter. Weitere Arbeitskräfte. Das heißt, ich stelle euch hier noch mit hin. Zwei Stück, das dürfte reichen. Zusätzlich ein paar Gärten. Okay, okay. Wird schon, wird schon. Erdbeben. Ausgerechnet hier oben. Und dann auch noch bei meinem Verwaltungszentrum. Aber nichts ist eingestürzt. Die Ahnen sind zornig. Okay, vielleicht sollte ich tatsächlich mal ein bisschen Ahnenverehrung machen. Vernachlässigt, vernachlässigt, vernachlässigt. Dann nehmen wir dich mit rein. Du bekommst erst einmal... Wir haben nichts Hübsches. Ich kann dir Waffen geben. 6 Waffen. Er ist erfreut. Naja, immerhin. Boah, dass man sich darum auch noch kümmern muss, ist echt nervig. Aber gut. Kräuterkundiger. Kräuterkundiger steht schon hier. Der läuft noch ein bisschen durch die Gegend und irgendwann kommt er auch bei euch an. Wir haben noch 30 Arbeitslose, dann können wir jetzt so langsam für weitere Bronze- und Bronzewarengefäße sorgen. Ein frohes neues Jahr. Oh, das möchte ich sehen, wie die Akrobaten durch die Gegend laufen. Da. Juhu, die Party startet. Akrobaten sind unterwegs, Musiker sind unterwegs, die ganze Straße wird voll. Sehr schön, so wollte ich das sehen. Das ist nice. Weiter geht's. Wir brauchen mehr Bronzewaren.
Jetzt haben wir noch 11 Arbeitslose. Jetzt fehlen uns wieder Arbeiter. Die wollen die Qualitätsstufe würzig haben. Üppiges Sihöyan. Was soll das sein für eins? Üppiges Sihöyan. Oder besser. Okay, aber das ist ja schon mal gut. Dann fehlen uns im Prinzip nur 2 Üppige. Wir könnten aber auch die Nahrungsmittel auf würzig machen und dementsprechend dafür sorgen, dass die Leute hier was Ordentliches zu essen bekommen. Wir bräuchten dann aber 4 Nahrungsmittelarten. Das heißt, eine weitere muss noch angepflanzt werden. Nomadenlager fordert Seide. Okay, bitteschön. Da bin ich doch der Letzte, der euch das vorenthält. Vielleicht liebt ihr mich. Ihre Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Nur passiert. So, Seide kann jetzt wieder verkauft werden. 15 Arbeiter nötig. Dann mache ich hier unten jetzt noch ein weiteres Wohngebiet, wo dann auch besseres Essen hinkommt. Ach so, und ihr könntet ja noch einen Steuereintreiber bekommen. Steuereintreiber, den habe ich total vergessen. Steuerbüro. Holz haben wir noch genug. Der sorgt dafür, dass ihr nochmal ordentlich Kohle abdrückt. Das ist noch ein bescheidenes Sehjan. Da ist die Gegend nicht attraktiv genug. Jetzt ist sie sehr schön. Also jede Menge Schönheit nur für euch. Auch die entwickeln sich weiter, sorgen noch für weitere Arbeitskräfte. Das ist gut. 22 Arbeiter sind noch nötig. Ihr werdet wahrscheinlich auch nicht arbeiten, so wie ich euch kenne. So, und ich will hier bloß ein kleines Wohngebiet haben. Mit ein bisschen Essen. Und nicht viel Tram-Tram. Oder Tram-Tam. Wie auch immer. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. So, Wohngebietsmauer. Dann nehmen wir diesmal die hellblaue. Sehr schön. Wir brauchen Leute, die aufpassen, dass ihr nicht zusammenbrecht. Das Nomadenlager schätzt sie mehr. Ja, weil wir toll sind. Weil wir euch sowas Gutes tun. Einen Wachturm brauchen wir, denn ihr seid arm und dann dreht ihr öfter durch als andere. Kräuterstand kommt auch mit hin. Und ihr braucht einen Ahnenschrein. Dann habt ihr erstmal alles, was ihr benötigt. Der Markt kommt dann hier oben mit ran. Jetzt wächst und gedeiht und sorgt dafür, dass noch mehr Leute in unsere Stadt kommen. Ah, so schön. Dann brauchen wir einen Markt, einen einfachen Marktplatz. Der wird erstmal reichen. Und eine Straße hier hoch, dass die dann beide Möglichkeiten nutzen können, irgendwo hinzukommen. Dann noch eine weitere Wohngebietsmauer, die hellblaue. So, ist schön. Okay, das, die Mühle, das Silo wollte ich schon sagen, ist noch relativ voll. 8 Arbeiter haben wir nur noch nötig. Das ist okay. Die kommen jetzt alle hoch. Dann sieht es hier zwar nicht so hübsch aus, aber das muss es auch nicht. Das ist erfüllt. Das ist erfüllt. Oh, wir haben 40 Personen in einem Haustyp. Üppiges Sihöyan. Perfekt. Produzieren Sie in einem Jahr 10 Bronzewarengefäße. Ist die letzte Aufgabe. Deswegen hole ich jetzt bloß noch ein paar Leute rein, dass wir auch genügend Arbeitskräfte haben, die das machen können. Sehr nice.
Vielleicht sollten wir... Nee, nicht sollten wir. Wir bauen jetzt erstmal unsere Mühle hin. Mühle. Ja, ich weiß, ich brauche dann auch gleich noch wieder einen neuen Posten, der aufpasst, dass das nicht zusammenbricht. Hierhin ist blöd, ne? Obwohl, nee, stört ja keinen. Aber es passt nirgendwo hin. Wo könnte ich die Mühle denn hinbauen? Ach, ist egal. So, Mühle. Wir wollen hier Fisch haben, 8. Kohl, gar nichts. Wild, auch nichts. Hirse und Reis und Weizen. Gut, dann müssen wir bloß eine Art noch importieren. Und dann geht's aufwärts. Weizen, Holz, Seide, Keramik brauche ich alles nicht. Was habt ihr Schönes? Jade, Ton, Keramik brauche ich alles nicht. Nee, ich muss noch eine andere Ware importieren. Aber eigentlich reicht das so. Denn dann würden die ja das kriegen, was sie unbedingt brauchen. Unsere Wagenschieber gehen gerade nach unten. Und wir könnten noch einen weiteren Fischer mit hinbauen, dass wir noch mehr Fisch kriegen. Also bitte, ein weiteres Fischerkai-Nomadenlager beginnt mit einer Invasion. Oh, das finde ich jetzt aber nicht so schön. Dann brauche ich jetzt noch einmal ein Lager. Das geht gar nicht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die uns so oft angreifen wollen. Und auch jetzt noch angreifen, trotzdem sie ihre Seide bekommen haben. Ich meine, zur Not können wir die bestechen, aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, was ich will. Wir müssen jetzt langsam mal Bronzewarengefäße fertig machen. Wir haben noch 10 Arbeitslose, das ist nicht besonders viel. Werkstatt, Bronzewarenwerkstatt. Gleich mal... eine reicht. Mehr kann ich mir gerade nicht leisten. Wie sieht es allgemein aus hier oben? Bronze ist ganz gut da. Waffen sind noch aktiv. Werden gerade hochgefahren, sodass wir die dann auch bekommen. Beginnt Invasion. In 5 Monaten werden sie versuchen, uns anzugreifen. Und wir werden einfach versuchen, sie kaputt zu machen. Fertig. LP05, speichern und weiter geht's. Das lassen wir uns nicht gefallen. Da werden wir eisenhart zugreifen. Und versuchen, sie zu töten. Das hier können wir noch ein bisschen umstellen. Wir nehmen ein bisschen mehr Weizen an, bis zu 10. Ja, 10 Hirse. Und 10 Fisch. Wobei Hirse und Weizen. Weizen nehmen wir mal 12. So, ist gut. Jetzt müsst ihr leider woanders hinfahren. Es tut mir leid. Das ist eigentlich auch Blödsinn, ne? Fisch kommt aber keine Hirse. Hirse ist tatsächlich zu wenig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht sollten wir das hier abreißen und doch nochmal Hirse mit hinbauen. Aber das bringt jetzt auch nicht so viel mehr. Na, wir werden es versuchen. Vielleicht hilft das. Zur Not können wir es importieren, es ist nicht schlimm. Geld haben wir eigentlich genug. Und jetzt, da wir die Bronzewarengefäße fertig machen, werden wir noch mehr Geld haben. Wie sieht's aus mit Arbeitslosen? Haben wir 21. Ist schon gut, aber nicht genug. Ihr müsst gleich erstmal was zu essen bekommen. Wir warten bloß, dass die hier noch die Hirse reinkriegen. Gut, die Attraktivität hat sich hier ein bisschen verringert. Ist nicht schlimm, das ändern wir gleich wieder. Dann wohnen wieder genügend in einem eleganten Haus. Oder auch nicht. Warum nicht? Mach dich hübsch. So ist gut. So wollte ich das sehen. Okay. Kriegen wir jetzt noch jede Menge Leute mit dazu. Wunderbar.
Hat zwar wieder Geld gekostet, aber wird auch dafür sorgen, dass wir weiteres Geld bekommen. Denn wenn wir erstmal die ganzen bronzebaren Gefäße herstellen, dann geht's aufwärts mit allem. Also bitte, Bronzewarenbetrieb, Bronzewarenbetrieb, haben wir gleich nochmal zwei weitere. Das wird reichen und wir werden noch jede Menge Arbeitslose verlieren, aber das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist super. Was ist mit der Hirse? Warum kommt hier keine Hirse? Wo bleibt die Hirse? So schön, bring die erstmal da mit rein. Fische kommen nachher auch wieder nach oben. Genau, und dann bringt die Hirse mal bitte runter. In 2 Monaten sind sie da. Ich speichere lieber nochmal, dass ich meine Leute schon mal dorthin stellen kann, wo ich sie haben möchte. LP04. Gegebenenfalls können wir sie bestechen, aber ich denke eher nicht. Dafür sind wir schon zu groß. Die wollen uns definitiv. Eingestürztes Gebäude. Laden. Da. Nein! Das wird jetzt immer wieder passieren. Geschwindigkeit runterdrehen. Ich muss ganz schnell das Gebäude hier hinbauen. Es darf kein Essen verschwinden. Es darf einfach nicht passieren. Kann ich nicht einen hier rüberziehen und sagen, oh, verdammt, noch eins. Jetzt muss ich eine neue Mühle bauen, ey. Wahnsinn. Das ganze schöne Essen, alles weg. Das ganze schöne Fisch. Da muss ich erstmal Hirse importieren. Hirse. Irgendjemand hat Hirse gehabt. Ihr habt Weizen gehabt? Nee, Weizen brauche ich nicht. Achso, jetzt muss ich wieder alles umstellen. Weizen bis zu 12. Hirse bis zu 10. Obwohl, machen wir auch 12 und 8 bei Fisch. Kohl, Wild und Reis haben wir sowieso nicht. Kann ich also alles so lassen. Toll, klasse. Und ich habe schon gesagt, die kriegen hier oben irgendwann Fisch. Nichts ist damit. Der ganze Fisch muss nochmal neu geholt werden. Das könnte mir jetzt den Sieg kosten. Zur Not muss ich bei LP05 nochmal laden. Okay, machen wir einfach. Ich weiß zwar nicht, ob ich noch irgendwas gebaut habe in der Zwischenzeit. Nee, das war alles soweit fertig. Und hier haben wir für mehr Zeug gesorgt. Genau. Dann bauen wir hier jetzt einfach den Inspektorenturm mit hin. Da kann gar nichts passieren. Das Essen bleibt. Der Fisch bleibt. Und wir könnten sogar noch einen neuen Fischer mit hinstellen. Dann setzen wir den Inspektorenturm damit hin, reißen den hier ab. So, und ich brauche bitte keine Werkstatt, sondern Fischerkai. Dann dürfte das auch endlich mal reichen. Wir haben jetzt so viel Fisch. Es muss aufwärts gehen. Hier hatten wir gerade darauf gewartet, genau. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, war das hier abzureißen und dafür ein Hirsefeld mit hinzusetzen, genau. Und hier hatte ich noch für Attraktivität gesorgt. So war das. Da ist ein Salamander in der Stadt, genau, bekämpft den mal bitte, danke. So, Fisch wird immer mehr. Das freut mich sehr.
Leute werden immer mehr. Warum stürzt ihr eigentlich immer wieder zusammen, egal was ich tue? Kann doch nicht Warzenschwein. Okay, in 2 Monaten sind sie da. Dann hatten wir gespeichert unter LP04. Genau. So, und jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Perfekt. Hirse kommt. Hirse geht auch nach unten. Fisch kann jetzt auch wieder nach oben gebracht werden. Dadurch, dass wir noch mehr Fisch produzieren, werden die das nicht mehr unten einlagern können. Minimale Qualität, nein, bitte appetitanregend. Das sollte schon minimal mit drin sein. Für die Leute. So, die bringen jetzt alles nach oben. Sehr schön. Wer bist du? Diese Gebäude sind so massiv wie der Berg Taishan. Hast du alles eingepackt? Ach so, ihr seid Akrobaten. Ich habe mich gerade schon gewundert. So, in 1 Monat greifen sie an. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Dann kümmern wir uns im nächsten Part um die nächste Mission. Und ich freue mich drauf. Bis gleich.